Moin. Heute gibt es ein Review zu dem Säuretaupfwagen von Bluebricks. Der hat 199 Teile, kostet aktuell 14,57 € mit der Mehrwertsteuerreduktion aus dem Jahr 2020. Und er wird in so einem Karton geliefert. Das ist ein Bluebricks Special, das heißt, er wird von Bluebricks direkt produziert. Dementsprechend gibt es auch keine eigene Box, sondern die werden in so einer allgemeinen Box geliefert. Und die Anleitung. Die sind auch nicht enthalten, sondern die kann man sich nur online runterladen. Hier auf der Seite ist ein Aufkleber, wo drauf steht, was das Ganze ist. Da steht Acid Pot Wagon drauf. Und auf der Rückseite sind nochmal die ganzen Warnhinweise und so. Ersatzteile sind nur 4 Stück, glaube ich, dabei. Also nicht besonders viele. Ich glaube, es wurden auch keine Teile nachgeliefert. Und das ist der Waggon. Ich glaube, es gibt insgesamt 3 sortenreine Tüten in dem Set. Ich finde, das sieht insgesamt ganz gut aus. Auch diese ganzen Details mit den ganzen Pötten und so. Die Seiten hier sind ein bisschen, ich würde mal sagen, kompliziert beim Zusammenbauen, aber es geht alles. Also diese Mittelstreben, die sind sozusagen in der Luft. Das heißt, die sind nur an der einen Ecke hier befestigt. Und wenn man dann die andere drauf drückt, dann muss das alles ganz gut angepasst sein oder ganz gut von der Höhe her stimmen. Da muss man darauf achten. Und die können sich auch, glaube ich, ein bisschen bewegen, rein theoretisch, also so ein bisschen nach links oder rechts. Das sieht ja nicht ganz so gut aus, aber im Großen und Ganzen doch ein sehr schöner Wagen. Teilweise ist er mir ein bisschen zu simpel. Hier an der Seite sieht er, finde ich, nicht gut aus. Da fehlt noch irgendwie was, irgendein Detail oder so. Hier unten sind auch ein paar wenige Details. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie gut er in der Kurve ist. Ich werde nachher nochmal ein Video einblenden oder hab's schon, wie der auf einer Gleisanlage fährt. Wenn es da irgendwelche Probleme gibt, werde ich das jetzt unten als Text einblenden. Und so sieht er auf jeden Fall dann aus. Ich klette einen Magnet. Ja, der hier. Da klickt es hier irgendwie in der Mitte. Also der scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Da gibt es auch einen Widerstand, wenn man den hier über die Mitte drüber bewegt. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, doch schon ein schönes Set. Ein sich lohnender Wagen. Man hätte teilweise ein bisschen besser mit Verbund arbeiten können. Gerade hier, da sind 2 Lagen von diesen Plates oder noch mehr übereinander. Und da hätte man halt irgendwie eine größere Plate oder so nehmen können. Dann wäre das alles ein bisschen stabiler gewesen. Auch das hier, das lässt sich halt einfach bewegen. Da hätte man vielleicht die braunen Teile hier noch unten befestigen können. Aber im Großen und Ganzen geht das alles in der Stabilität, ja. Teilweise waren die Bauschritte nicht so gut sichtbar. Gerade hier bei diesem. Wo war das? Aber dem Schild hier am Ende. Da muss man hier so ein Teil mit so einer Ecke da reinbauen. Da dann so eine Plate drauf und da dann das Schild drauf. Das fand ich in der Bauanleitung nicht gut ersichtlich. Aber ich würde sagen, wenn man ein bisschen mit Lego gebaut hat, dann geht das alles. Oder auch generell mit Klemmbausteinen. Das war's dann aber auch mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Video und tschüss.